Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Domi Live an diesem wunderbaren Montag. Zweite Woche in diesem Jahr und es wird auch langsam Zeit, dass der Timmer wieder vor der Kamera ist, finde ich. Und weil er gerade im Chat geschrieben hat, wer ist denn heute Gast, wähle ich dich, Tim. Du bist dran. Hallo, Tim. Ich? Ach du meine Nase. Ja, jetzt denk dir mal schnell was aus. Ich habe da einen Vorschlag für dich. Wie wär's denn mit einem Crashkurs in Photoshop Blendmodi? Das kannst du doch locker aus dem Ärmel ziehen, oder? Ja, jetzt wo du es sagst, das steht ja auch da, ne? Nee. Ja, mach doch einfach mal. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wer gerade auf YouTube zuschaut, das ist eine ganz schlechte Idee, kommt mal rüber zu behance.net/live, denn da ist unser Chat und da ist auch unsere Community und da könnt ihr auch die Fragen stellen und euren Senf dazugeben. Da sage ich auch mal ganz liebes Hallo an den Andreas. Und Andrea ist da, meine Mama ist da, Stefan ist da, hallo, Jelana, Tanja ist natürlich auch im Chat. Grüß dich, Tanja. Und ich habe schon gesagt, alle heute bitte mal die Notizbücher raus, denn jetzt wird es intensiv. Der Tim hat es mir eben schon gesteckt. Es gibt ungefähr 30 Blendmodi. Wir haben 60 Minuten. Das macht 2 Minuten pro Blendmodi. Also nicht lange drum herum geredet. Nee, das machen wir nicht. Das wäre immer wahnsinnig. Ich kann nicht. Na gut, wir haben auch schon davor ein bisschen gequatscht und wir haben so gewitzelt von wegen, ich lese euch einfach das Manual vor, die Bedienungsanleitung. Ich habe ja auch schon mein Notizbuch und mein Stift. Ja, Folgerung A, hast du gesagt, ja? Ich habe gehört, da gibt es so Kurse, die machen das so. Die lesen ja, es einfach vor. Ich habe mir den gekauft für 12 Euro und war dann unglaublich enttäuscht. Nee, also, ich dachte mir heute, wie es ja auch im Titel aussteht, ich habe es absichtlich im Livestream-Titel auf Blendmodes, also auf Englisch geschrieben, und im Thumbnail, also im Vorschaubildchen, ist es auf Deutsch, nämlich Mischmodi. Beides ist nämlich absolut richtig, aber ich habe so das Gefühl, die wenigsten benutzen wirklich das Deutsche, weil wer sagt schon Mischmodus? Ich versuche es heute jedenfalls, weil wir sind ja im deutschen Stream. Du kriegst jedes Mal eine Mark, wenn du es hinkriegst, Mischmodus zu sagen. Das sind in Euro knapp 3 Mark, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, reden wir gar nicht so lange drum rum, sondern geben wir gleich rüber in Photoshop, wird das heute sein, denn... Stefan sagt betreutes Lesen, sehr gut. Okay, ich mache mal kurz schon mal, bevor ich rüber switche, ein neues Dokument auf, denn ich will da nicht alles verraten. Okay, so, dann schauen wir mal. Bildschirm. Tada, Photoshop, hallo. Heute mal auf Windows. Ich dachte mir, wir haben so viele Mac-Nutzer, da will ich auch mal die andere Seite zeigen. Und keine Angst, das Ganze geht auf macOS ganz genauso. Das heißt, ihr verpasst da absolut gar nichts. Du hast die ganz dunkle UI. Ja, weil ich arbeite immer so viel spät und deswegen brauche ich die dunkelste Variante. Ah, das macht Sinn. Ja, ergibt sogar Sinn. Oh. Okay, dann schauen wir doch mal rein, was hier überhaupt so los ist. Photoshop kennt ihr wahrscheinlich, denke ich mal. Das ist jetzt die bekannteste Anwendung von Adobe. Und die Mischmodi, wo haben sie sich versteckt? Hier. Ich schalte mal eben dieses Schloss aus. Ja, dann kann man die auch anklicken. Da sind sie. Standardmäßig sind wir hier immer auf Normal. Das ist der erste Mischmodus, den ihr zu Gesicht bekommen werdet. Das ist der langweiligste, aber auch der schönste, denn der macht einfach gar nichts. Der zeigt die Ebene ganz genauso an, wie sie ist. Für einen Mischmodus ist es immer wichtig, man braucht eigentlich immer 2 Ebenen. Man braucht die sogenannte Basisebene, das ist die, die immer unten liegt, und man braucht die sogenannte Mischebene, die liegt im Normalfall drüber. Zusammen ergeben die dann das Ergebnis. Wer hätte es gedacht? Also Basisfarbe, Mischfarbe, Ergebnisfarbe oder Basisebene, Mischebene, Ergebnis. Ich würde sagen, wollen wir einfach mal mit einem Beispiel vielleicht anfangen. Das ist, na klar. Ist ja immer am schönsten. Ne? Und zwar, wir können auch bei Weiß bleiben, aber es hat ja... Ja, so Weiß ist zwar nicht schlecht, ja, aber schauen wir doch einfach mal rein. Denn heute, das soll auch, wenn ihr zum ersten Mal Mischmodi verwenden solltet, dann bekommt ihr heute was Cooles zu sehen. Und wenn ihr das noch seit Jahren verwendet, dann zeige ich euch auch noch was, was ihr vielleicht hoffentlich, eventuell, möglicherweise noch nicht kanntet. Wie immer also. Okay, legen wir mal los. Ich mache mal ganz einfach, was super einfaches. Ich nehme eine Farbe. Sagen wir mal, heute so ein schönes Gelb. Ja? Einen schönen, großen Pinsel. Und jetzt male ich mal hier drüber. Dann mache ich eine zweite Ebene. Und ja, nehmen wir mal vielleicht ein Blau oder so. Ja, warum nicht? Und dann male ich auch mal drüber. So.
Das ist moderne Kunst. Ich würde sagen, das kann ich jetzt für einen sechsstelligen Betrag im örtlichen NFT-Markt verkaufen. Ja, bitte. Böses Thema. Und jetzt möchte ich gerne zwischen den beiden mal einfach einen Mischmodus anwenden. Wie geht das? Ich nehme die obere Ebene, die Mischebene. Wir erinnern uns. Unten ist Tim benennt seine Ebenen für euch. Basisebene. Das wird heute das einzige Mal sein, dass sie benennen wird. Das ist mein Lieb nochmal. Und jetzt wähle ich einfach mal allen aus. Ah, oh, hast du gesehen. Wie schön. Und vielleicht ist das so auch der Workflow, den ihr so bisher nutzt. Von wegen, ich gehe einfach mal durch und schaue, intuitiv, welcher so am besten funktioniert. So, wie einkaufen. Nein, 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 nein. Oh, der ist schön. Nein, 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 nein. Ach, der vielleicht auch. Aber so richtig, was genau die machen und welcher, wann, wo, wie und warum zu verwenden ist, ist vielleicht nicht ganz so klar. Und da möchte ich heute ein bisschen etwas aufräumen und hoffentlich zeigen, wann, welcher, wo, wie und warum zu verwenden ist. Das heißt nicht, dass wir jeden durchgehen werden, weil dafür ist die Zeit nicht da, aber so die Highlights schauen wir uns auf jeden Fall an. So, also wir sehen, da passiert irgendwas. Was genau, wissen wir noch nicht, aber die Farben ändern sich. Das ist ja toll. Deswegen würde ich gerne jetzt mal mit euch durchgehen, dieses Menü. Weil wir sehen ja hier sind ganz viele Einträge, hier sind ein paar Linien dazwischen und die sind nicht nur ohne Sinn und Verstand eingebaut, die haben eine Gruppierung. Und was für eine Gruppierung, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, ich habe das hier mal abgefotografiert mit meiner Kamera. Ja. So, das sind die. Also, das sind genau die gleichen wie auch hier. Und da sehen wir jetzt als erstes, wir haben immer diese Linien dazwischen. Diese Linien gruppieren diese 27 oder 28, weiß gerade nicht mehr, in Gruppen. Deswegen heißen sie auch Gruppierungen. Und zwar haben wir hier oben eine Kategorie, dann hier, hier, hier und hier. Was bedeuten diese Kategorien? Ich habe da mal eine praktische Grafik daneben gebaut. Ah, du Fuchs. Ja. Da haben wir hier oben. Das ist eine Sonderkategorie, das ist die normale Kategorie, da haben wir jetzt kein besonderes Symbol dafür, warum, kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir hier alles, was dunkler macht, das soll so ein Tintentropfen sein, ja. Dann haben wir alles, was heller macht, das ist so eine Sonne, alles, was den Kontrast bearbeitet, das ist dieses Kontrastzeichen und alles, was invertiert, das soll so ein bisschen aussehen, als hätte ich das invertiert. Mhm. Ja. Und zum Schluss die Komponenten, das soll so eine in drei Komponenten aufgeteilt sein. Ne? Ja, Andrea sagt schon, wow, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja, ja, das sind so Sachen, da kommt man, es wird noch besser, pass auf. Oh. Genau, also dunkel, heller, Kontrast, invertieren, Komponenten. Mhm. So. Dann machen wir es am besten gleich vorneweg, weil dann haben wir es geschafft. Es gibt noch ein paar Voraussetzungen. Das nur am Rand nebenbei. Ihr müsst, um alle Mischmodi zu haben, müsst ihr im Modus, Bild-Modus, 8 Bit pro Kanal sein. Das nur nebenbei. Manche arbeiten auch in 32 Bit. Wenn ihr das macht in 32 Bit, dann bekommt ihr leider nicht alle Mischmodi, dann nehme ich nur die hier. Das ist jetzt aber nur nebenbei. Das wird uns heute nicht interessieren, aber ich wollte es der Vollständigkeit erwähnt haben. Wenn ihr nicht mit 32-Bit arbeitet, ignoriert das einfach. Ja. Aber es gibt so bestimmte Mischmodi wie negativ multiplizieren, die tauchen 32-Bit nicht auf. Wie kommt das? Weil die Datenmenge zu groß ist? Oder? Das hängt damit zusammen, wie die berechnet werden. Wenn wir nachher Zeit haben oder wenn dich das interessiert, anders gesagt, dann können wir uns auch ganz kurz und noch ganz wenig auf die Mathematik dahinter einlassen. Es wird nicht viel sein, aber ja, ich wollte jetzt nicht direkt damit mit der Tür ins Haus brechen. Insofern, ist das beim 16-Bit-Modus auch so oder sind da alle? Da müssten, glaube ich, alle verfügbar sein. Wir können es einfach herausfinden. Pass mal auf. Zick. Hui. Da haben wir alle. Alle da. Und jetzt gehe ich mal auf 32-Bit. Hallo? Die sind dann grau, nehme ich mal an. 32-Bit, die sind ausgegraut. Nicht zusammenfügen, bitte. Wir sehen hier, da sind eine ganze Menge nicht da. Unter anderem halt genau. Also, falls ihr die mal nicht seht, seid ihr wahrscheinlich im 32-Bit-Modus. Genau, wie ich vorausgesagt habe, hier negativ multiplizieren zum Beispiel ist nicht drin. Und die ganzen Kontrast zum Beispiel sind gar nicht dabei. Sehen wir hier. Spannend. So, also wieder schnell zurück und zurück in 8-Bit. Dann haben wir nämlich alle. Okay, das nur am Rand. Jetzt vielleicht ein paar noch Shortcuts für die Mischmodi. Denn, oder nee, das machen wir später. Erstmal zeigen, Tim. Immer erstmal zeigen. Das ist immer wichtiger. Genau. Ich würde mal sagen,
jetzt, wo wir so ungefähr wissen, was wir von den Kategorien erwarten können, können wir mal schauen, ob wir welche gezielter anwenden können. Genau das machen wir jetzt mal. Ich hole mir mal eine Demo-Datei, die ich natürlich clevererweise schon wieder geschlossen habe. Genial, wie ich bin. Wo ist sie? Da ist sie. Die ziehe ich mir mal in ein neues Dokument rein. Zack, da ist sie. Das ist dieses tolle Foto von einer dunklen Gasse mit ein paar Laternen und ein paar schlecht rausgeschoppten Menschen, die wahrscheinlich aufgrund der langen Belichtungszeit so unscharf sind. Okay. Hier möchte ich gerne etwas Nebel hinzufügen, ja, um das Ganze etwas stimmungsvoller zu machen. Deswegen habe ich mir hier diese Datei vorbereitet. Die lege ich einfach mal da drüber. Und da sehen wir hier, ja, das sind so ein paar nebelartige Wolken drin. Hier ist ein bisschen dunkler, da ist ein bisschen heller, hier oben ist noch ein bisschen was. Super Sache. Das möchte ich jetzt gerne darauf anwenden, dass sozusagen es aussieht, als würde dieser Nebel in dieser Gasse tatsächlich drin sein. Jetzt möchte ich zuerst den Chat fragen, welchen Blendmodus würdet ihr intuitiv wählen? Diese gleiche Frage hätte ich eigentlich dir jetzt gestellt, aber so ist es natürlich auch gut. Dann kann ich mal kurz überall lagern, ja, ineinander kopieren. Ineinander kopieren, interessant, okay. Also lieber Stefan sagt, boah, der Tim ist klauer. Ja. Wenn ihr wisst, welchen ihr verwenden wollt, ich kann sie aber nochmal alle zeigen zur Sicherheit. Jetzt habe ich schon was verraten. Das ist ja auch neu, dass man beim Drüberhover eine Vorschau bekommt. Das ist ja noch nicht so alt, ne? Matthias sagt, multiplizieren. Es sind schon so ein paar Jahre. Also ganz neu ist es nicht, aber es ist tatsächlich immer noch eine coole Sache. Ja. Andrea sagt, ineinander kopieren. Ineinander kopieren, multiplizieren, interessant. Okay. Was wollen wir denn machen? Schauen wir mal rein. Also, wir wollen ja das Schwarz eigentlich loswerden. Ich werde so einen weißen Nebelschwaden drin haben. Ja. Ja. Also, welche Kategorie wird es dann wohl sein? Ja, wahrscheinlich eine im Bereich der aufhellen Kategorie. Also heller machen wollen wir es ja. Wir wollen das Schwarz loswerden, also wollen wir es heller machen. Also wird es einer von diesen sein. Das ist schon mal gut. Da müssen wir nicht alle durchprobieren, sondern nur diese 5. Super. Okay, wir denken also drüber nach. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Okay. Und jetzt können wir sozusagen mal reinschauen. Ich hätte jetzt erwartet, um ehrlich zu sein, dass alle sagen negativ multiplizieren, weil das ist der Standard. Ja, negativ multiplizieren, das wird immer gesagt, wenn du Schwarz loswerden möchtest. Bei negativ multiplizieren wird Schwarz unsichtbar. Schauen wir uns das mal an. Negativ multiplizieren. Okay. Next. Ja, wir sind die dunklen Bereiche losgeworden. Nicht schlecht. Und wir haben jetzt hier diesen Nebel als hellen Bereich. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, gefallen mir so ein paar Sachen nicht. Deswegen werden wir uns heute mal von diesem Modus verabschieden und in einen weiteren reinsteigen. Denn es gibt nämlich noch andere, die eher selten verwendet werden, wie zum Beispiel den aufhellen Modus oder den farbig abwählen Modus oder den linear abwählen Modus oder die hellere Farbe. Was für mich jetzt ganz gut gepasst hat, oder was mich am negativ multiplizieren gestört hat, ist, dass dieser Rauch, wenn wir uns den mal angucken, dieser Nebel, der ist ja eigentlich ziemlich dicht. Mhm. Ja, den schwarzen Hintergrund, den sehen wir nicht dadurch. Das heißt, es liegt eigentlich auch nahe, dass wenn ich den hier drüber lege, dass ich da eigentlich gar nicht durchgucken dürfte. Ja, ja. Können wir aber. Ja, wir sehen ja hier sogar ziemlich klar, es ist äußerst scharf, das ist aber nicht gut. Deswegen habe ich geguckt, welcher könnte besser passen? Und es hat sich herausgestellt, dass der Aufhellen-Modus, wer hätte gedacht, tatsächlich besser funktioniert. Denn jetzt ist der Nebel wirklich dicht, wir sind das Schwarz immer noch losgeworden. Und wir haben noch den weiteren Vorteil, dass das Bild nicht unnötig aufgehellt wird. Guck mal da in diesen Bereich hier rein. Mhm. Ja, so. Unterschied, hier wird es nicht unnötig aufgehellt. Mhm. Besser. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass das farblich noch nicht ganz passt. Das wäre ja kein Problem. Gucken wir einfach ein Bild, Korrekturen, Farbbalance. So, wir schieben das mal ein bisschen in Richtung Rot. Du könntest es auch schwarz-weiß machen, ne? Dann messt das nicht so mit den Farben dahinter. Ja, könnte ich auch machen. Aber wenn ich die Farbe sowieso anpassen würde, dann ist das auch relativ egal. Also die Lichter sind mir noch ein bisschen zu hell, die sind zu grün. Ach, fetzt, cool. Ja. Okay, schon mal besser. Ne, vorher. Mhm. Ja, toll. War vielleicht ein bisschen zu viel, wenn ich gerade so sehe. Und jetzt ist es etwas zu einfarbig, aber gut, da kann man sicherlich noch etwas Zeit verbringen und das anpassen. Aber jedenfalls haben wir jetzt den großen Vorteil, dass das Ganze deutlich dichter ist. Wir können dann nicht mehr durchgucken.
Und wir haben den Vorteil, dass hier, wo kein Nebel sein soll, auch nichts geändert wird, wenn man das hier auch sieht. Ne? Tolle Sache. Und weiterhin haben wir den Vorteil, dass auch hier etwas dunklere Bereiche auftauchen können. Denn im Aufhellen-Modus kann es durchaus vorkommen, dass Sachen auch etwas dunkler sind als die Hintergrundfarbe. Das ist beim Negativ-Multiplizieren niemals der Fall. Negativ-Multiplizieren heißt immer, die Farbe am Ende wird immer heller oder wenigstens gleich hell. Niemals dunkler. Okay, also Aufhellen für diesen Fall. Super Sache. Gehen wir mal weiter. Ich würde gerne ein bisschen Farbe in dieses Bild hineinbringen. Ja? Vielleicht passt mir die Farbe hier nicht so gut, die Wände oder sowas nicht. Und auch da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, wie man da etwas Farbe reinbekommt. Ich habe mir da wieder ein Bild vorbereitet. Das ist dieses hier. Das sind einfach ein paar Farben zusammengemixt. Und die würde ich gerne auf dieses Bild anwenden. In diesem Fall auf diese Wand und auf diesen Boden. Mhm. Machen wir mal Folgendes. Ich ziehe mir das einfach hier so rein. So. Zack. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum machen wir jetzt das, wenn es um Mischmodi geht? Kommen wir gleich noch drauf. So. Und so. Okay. Haken dran. Oh, ein bisschen schief sehe ich gerade. Na egal. Jetzt auch hier wieder könnte man denken, okay, eines der helleren, wir wollen es ja heller machen, also vielleicht nicht gerade aufhellen, negativ multiplizieren, ja, aber auch hier sehen wir wieder, die Wand wird auf einmal heller. Das wollen wir nicht. Für diesen Fall würde ich einmal einen Blick in diese unteren beiden reinwerfen wollen. Einmal farbig abwählen und einmal linear abwählen. Hellere Farbe in diesem Fall eher nicht. Aber eine von diesen beiden. Und ich würde sagen, der farbig abwählen ist das schon mal eine gute Wahl. Denn der sorgt dafür, dass auch hier wieder die dunklen Bereiche entfernt werden, aber die Farben leuchten ganz anders. Allerdings sehen wir jetzt auch hier gerade, jetzt muss ich das doch mal gerade ziehen. Das Haus ist auch schief, Tim, das ist schon okay. So, wir sehen allerdings, wir haben hier ein Problem. Ja, und deswegen wird dieser Mischmodus auch ganz selten verwendet, weil, oder haben die Leute Angst davor, weil man sieht, es ist einfach viel zu extrem. Und jetzt kommen wir zum Teil, der besonders ist an diesem Mischmodus. Und deswegen gehen wir mal ganz kurz in diese Grafik hier zurück. Denn es gibt 8 Stück an der Zahl, welche sich anders verhalten, wenn man die Fläche, den Regler ändert, statt der Deckkraft. Wir sehen ja hier, wir haben hier den Regler Fläche, wir haben die Deckkraft. Man könnte meinen, dass beides ist das gleiche. Das ist es auch, außer wenn es sich um diese 8 Mischmodi handelt. Mhm. Das wusste ich noch nicht. Warum denn? Denn da verhalten die sich anders. Ich zeige euch das mal kurz. Wir sehen hier, wir haben diesen relativ harten Übergang von Magenta zu Blau. Da sind so Fragmente drin, ne? Ja. Ja. Wenn ich mal die Deckkraft reduziere, ja, das wird dunkler halt einfach nur. Mhm. Aber dieser Übergang, wenn man mal hinguckt, der bleibt erhalten. Wir sind jetzt bei 37% Deckkraft. Ich gehe mal wieder zurück. Reduziere ich stattdessen die Fläche. Ja. Oh. Dann sieht man, dieser Übergang geht zurück. Wir haben jetzt hier einen deutlich weicheren. Und die Deckkraft wird sozusagen auch gleichzeitig reduziert. Das ist so ein Nebeneffekt. Und so könnten wir vielleicht bei so, naja, ich weiß ja nicht, bei 82% eventuell, je nachdem, wie viel man das haben möchte oder auch nicht, könnte man da direkt die Sachen einfärben. Das könnte ich, wenn ich das wollte, noch auf dem Boden genauso machen, dass die, dass das Licht, Tim, du Fuchs, nicht da nur da so rumhängt. So. Kannst du das Perspektiv-Dingsi nehmen? Könnte ich jetzt machen, aber jetzt, das geht schneller, um ehrlich zu sein. Doris sagt, ah, so gut. Thomas ist gerade reingeschneit, sagt mal schon wieder zu spät, macht gar nichts. Und er sagt kaum dabei und schon wieder Essentielles gelernt. So muss das sein, ja. So. Und wir sehen jetzt hier, okay. Das sieht so cool aus. Zu hell, klar. Also Fläche reduzieren. Und du siehst wirklich, wie dieser Lichtkegel tatsächlich schrumpft. Cool. Zack, weg ist er. Dankeschön, Tim. Und schon haben wir, wenn wir das Ganze jetzt noch ein besseres Bild nehmen würden, oder wenn ihr es einfach selber malt, ihr müsst ja nicht so ein vorgefertigtes nehmen, das war jetzt nur ein Beispiel. So könnt ihr ganz einfach Licht hinzufügen. Und wenn ich jetzt gerade sehe, okay, die roten Farben gefallen mir, aber das Weiß ist zu viel, dann stelle ich halt auf eine hohe Fläche,
nehme mir einfach einen Pinsel. Ich raster die Ebene einfach mal frech. Pass mal auf. So. Nehme einfach den Pinsel hier. Und male einfach drüber. Gut, das war ein bisschen viel, sehe ich gerade. Deckkraft reduzieren. Und schon male ich mir das einfach weg. So, kein Lichtreflex mehr. Und wenn ich noch ein bisschen mehr Pink hier haben möchte, ja, dann male ich mir das so hier hin. Oder wenn ich noch etwas Blau haben möchte hier vorne, ja. Kann man wirklich wahrscheinlich Stunden und Tage damit zubringen, sich hier Lichter zu malen. Oder zum Beispiel mal hier die Laternen sollte... Oh, hoppla. Nee, ich will keine Schnittmaske machen, ich wollte die Ebene rastern. So. Ein bisschen blauer Thomas, sein soll. Thomas Kunze sagt gerade, habe gestern erst gesucht, wo der Unterschied bei Deckkraft und Fläche sein soll. Ja. Danke dir, Tim. Immer gerne. Großbuchstaben. Ja, guck mal, jetzt haben wir die Laterne blau gemacht. Ist das nicht toll? Sehr schön. Oder vielleicht doch lieber pink? Ja, pink. So, mal ein bisschen pinkes Licht rein. Und das sieht halt deutlich besser aus, als zum Vergleich mal das klassische Negativ-Multiplizieren. Da sieht man einfach, das das haut irgendwie nicht richtig hin. Hier allerdings, hoppla, so, deutlich besser. Okay. Wie kommt das denn, dass die Flächeeinstellung da so anders funktioniert? Weißt du das? Warum genau, kann ich jetzt nicht sagen. Das hängt auch wieder Mathe. Das hängt höchstwahrscheinlich mit der mathematischen Formel an. Wenn ihr mal Langeweile habt, geht auf Wikipedia. Da sind alle Mischmodi aufgelistet und auch die mathematischen Formeln dahinter. Wollte ich für heute jetzt mal überspringen, weil ganz ehrlich, ne? Aber hat sicherlich einen Grund, warum das so ist. Gibt's nachher im Wahlkurs Mathe mit Tim. Das machen wir nach dem englischen Stream, dann ärgern wir die alle. Okay, so, was nämlich auch ganz praktisch ist, ist, dass, wenn ich mal das wieder rausnehme, ihr kennt das sicherlich, Lensflares, ja, habe ich mir von einer tollen Website besorgt, die heißt Texture Labs, da gibt es ganz viele kostenlose Texturen und da werdet ihr auch vielleicht das ein oder andere Bild wiederfinden und das eine andere Demo, die ich euch heute zeigen werde, weil das ist nämlich eine sehr coole Seite. Texture Labs, super Sache. Also, nur kurz, Adobe Stock nutze ich natürlich auch andauernd, aber Adobe Stock hat nicht ganz so viele Lensflares, Texturen, also wirklich Sachen, die darauf aus sind, einfach weiterverarbeitet zu werden, wie jetzt, wie kann man das sagen, halt Papiertexturen, Marmortexturen, Linsenreflexe. Das ist nicht ganz so gut bei Adobe Stock vertreten. Was die gut können, sind Personen, Essen, Gebäude, das alles. Das können die super. Ja? Aber sowas hier, da gibt es dann auch so extra Seiten dafür, die das auch viel besser machen. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Bitte nicht dem Adobe Stock Team sagen. Okay. Wird gleich weitergefunkt. Ja. Die rufen gleich nachher an. Tim, was hast du schon wieder gesagt? Okay. Ich reduziere mal die Deckkraft. Ich würde gerne diesen Lensflare drauf machen, denn dieser Lensflare hier oben, der ist natürlich viel zu wenig. Ja. Das muss ballern. Ja, so. J.J. Abrams lässt grüßen. Ich würde sagen, gleich, als wäre ich hier in Star Trek. Perfekt, ja, so machen wir es. Der Kraft wieder auf 100%. Und auch hier wieder, was ich eigentlich damit nur sagen möchte, ist, geht weg oder versucht mal wegzugehen von diesem langweiligen Negativ-Multiplizieren. Der funktioniert zwar, ich will nicht rastern in Photoshop, danke. Der funktioniert zwar, ja, der Lensflare ist da, aber so richtig leuchtet das nicht richtig. deswegen gehe ich mal hier auf farbig abwählen oder in diesem Fall linear abwählen. Und um mal diesen Vergleich zu haben zwischen negativ multipliziert und linear abwählen, ja, vorher, nachher, kann jetzt sagen, okay, das ist zu stark. Wir erinnern uns, Fläche. Krass. Ja. Und so kann ich das wirklich genau so einstellen, wie ich das möchte. Und was auch ganz toll ist, diese Strahlen, ihr seht das hier oben richtig, hier in dem Bereich gerade, die passen sich an den Untergrund an. Ja. Als wäre es in echt da. Super Sache. Und dann kann ich, wie auch vorhin schon erwähnt, wieder hier über sämtliche Farbtonen und Sättigungen Sachen rangehen und durchaus die Farbe anpassen. Vielleicht zu eher so ein warmes. Ja. So. Romantisch. Und dann kann ich das hier. Jetzt mal Hände hoch im Chat, wer hat denn das gewusst? Und nicht schwindeln. Jetzt sehen wir, hinten ist es ein bisschen zu wenig gewesen, da könnte ich jetzt etwas mehr machen oder weniger. Also ja, das sind sicherlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Und ja, dann kann ich mit Masken rangehen und bla 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 bla. So. Was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, das ist nämlich ganz wichtig. Diese Mischmodi verhalten sich unterschiedlich, basierend auf der Hintergrundfarbe der Ebene. Was meine ich damit? Ich zeige euch das mal. Ich mache mal ein anderes Dokument auf. Keiner hat gewusst. Nie nicht, sagt Susi. Ich hatte ja keine Ahnung, sagt Thomas. So, weg damit. Wir gehen mal in dieses tolle Bild hier rein. Ich ziehe das einfach ganz dreist drüber. Sagen wir, ich würde hier gerne eine Sonne einbauen. Ganz spontan. Dann mache ich es ganz einfach. Ich nehme eine neue Ebene, einen Pinsel, nehme eine weiße Farbe, vielleicht auch mal was schön Warmes, ein helles Orange. Und dann male ich einfach mir einen Punkt rein. Ich sagte, ich male mit etwas mehr Deckkraft bitte, danke. Einen Punkt rein. So, Sonne, fertig, ja. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das ist meine Sonne. Und jetzt denkt man sich vielleicht, okay, ja, Tim hat gesagt, nicht negativ multiplizieren, sondern mal auf farbig abwählen gehen oder sowas. Aber irgendwie, wenn ich mal farbig abwählen wähle, also irgendwie, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber das sieht so nicht wirklich nach einer Sonne aus. Erstens wird das auf einmal weiß, warum auch immer, ja. Und zweitens, das sieht irgendwie ganz komisch aus. Was haben wir falsch gemacht? Nun ja, das habe ich schon ganz oft erzählt, deswegen, falls ihr das schon kennt, einfach mal kurz weghören. Das Problem daran ist, diese Ebene hat Transparenz. Das heißt, ja, wenn ich mal mit meinem Eyedropper draufgehe, achtet mal hier oben auf die Farbe, oder auch hier meinetwegen gerne auf diese Farbe links. Mhm, ich gehe mal drüber. Diese Farbe ändert sich nicht. Das ist immer dieses Gelb-Orange. Ja? Ja. Und das ist nicht gut. Denn dieser Mischmodus arbeitet mit der Farbe. Und er denkt einfach, okay, gelb, 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 überall gelb. Ah. Was wir jetzt mal machen werden, ich mache eine neue Ebene, fülle die mal mit Schwarz. Oh. Zack. Mal diesen gleichen Punkt genauso nochmal hin. Ja. Und jetzt schauen wir mal drüber. Boah, das ist spannend. Ihr seht oben ja, rechts, na klar, jetzt ändert sich der Value. Jetzt wird es tatsächlich dunkler. An sich, bei manchen Mischmodi, wie zum Beispiel negativ multiplizieren. So, negativ multiplizieren, wo ist er? Da. Für manche Mischmodi ist es absolut egal. Wir sehen hier keinen Unterschied zwischen dem und dem. Mhm. Für farbig abwedeln ist es das nicht. Oh, seht euch das an! Wir sehen tatsächlich hier, es ist wieder etwas viel, wir müssen die Fläche reduzieren, aber es ist ein klarer Unterschied. Wenn wir hier so weit gucken, das ist weiß. Da kommt doch keiner drauf, Tim. Das muss einem doch gesagt werden. Und jetzt haben wir, es ist wieder, wie gesagt, viel zu stark, wir müssen es reduzieren, aber wir sehen richtig, wie diese Sonne, diese virtuelle Sonne, ich reduziere mal die Fläche. Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch viel mehr, viel zu viel. Ah, besser, besser. Und wir sehen richtig, wie die fast schon hinter den Wolken verschwinden. Wahnsinn! Das? Boah! Das könnte man ja sogar animieren. Du bist so klug, Tim. Und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass es einfach nur so ein gelber Punkt ist. Es ist ja noch nicht mehr was Komplexes, aber du kriegst trotzdem diese wunderbar tollen, komplexen Formen. Oder sagen wir, ich möchte den Vordergrund etwas auffällen. Ja, da kann man auch sicherlich mit dem Licht das fast hier so lang ziehen. Kann man viel machen. Thomas sagt, ich bin geflasht. Ja? Na, und Andrea sagt, im Mittelalter, Tim, hätte man dich wegen Hexerei angeklagt. Mhm. Aber nicht in die Sonne gucken. Ganz wichtig. Okay. Das heißt, wir haben gelernt, schwarzer Hintergrund kann manchmal gut sein. Was ist aber, wenn wir das nicht wollen? Was ist, wenn wir das entweder vielleicht nicht wollen oder vielleicht nicht können oder wir wollen die Ebene nicht mit schwarzem Hintergrund füllen. Das geht ja auch nicht immer. Oder wir wollen es nicht mal machen, um vielleicht die Bearbeitung der Ebene zu behalten. Kann ja was denn dann, Tim? Was machen wir denn dann? Julia, irgendwelche Vorschläge? Ich mache mal nochmal einen Punkt rein. Nicht so dunkel. Obwohl, lustigerweise, dunkel wäre auch nicht mehr schlimm. Ich würde es ich würde noch eine extra Fläche machen, würde die schwarz machen und die Gruppe auf Blendmodus stellen. Wäre eine Idee. Oh ja, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Oder ich gehe mal hier in die Fülloption hinein, die auf einem anderen Monitor sind. Ich ziehe sie mal eben rüber.
Hallo. Hallo, Fenster. Und ich schalte mal diese, wo sie, hoppla, da, diese Checkbox, Transparenz formt Ebene, die schalte ich mal aus. Dann gehe ich mal rüber, dass man auch sieht. Oder was? Moment, war es die? Da ist eine Checkbox. Ah, ich habe den Mischmodus vergessen einzustellen. Clever, wie ich bin. Also machen wir es normal. Warum passiert da nichts? Ah, also normal, farbig abwedeln. Hoppla. Wir sehen, noch haut es nicht ganz so hin. Ja. Filloptionen. Gleich haben wir es. Transparenz vom Ebene rausnehmen. Zack. Unterschied. Und auf einmal leuchtet es wieder. Ich möchte an dieser Stelle auch mal erinnern, dass wir gerade einen äußerst dunklen Punkt verwendet haben, der überhaupt nicht aussieht wie die Sonne. Sorgt aber dafür, dass wir hier tolle Farben noch reinbekommen. Wir sehen so ein leichtes Grün. Ne? Ein bisschen nordlichtmäßig. Ich könnte natürlich auch die Farbe Problem... Hallo? Maus? Komm, meine Maus ist alle. Maus. Nein! Okay, wie gut, dass ich das Kabel direkt hier habe. Kauf dir eine kabellose Maus, haben sie gesagt. Da hast du Spaß, haben sie gesagt. Okay, mach mehr draußen an der frischen Luft, haben sie gesagt. Stream noch mal mehr, Tim, haben sie gesagt. Okay, was ich einfach nur sagen wollte, ich kann natürlich die Farbe auch anpassen. Beliebig, da geht alles. Ja. Hier, das, was Ruth sagt, finde ich, ist unglaublich großartig. Sie sagt, ich finde, Tim könnte mal so einen Photoshop-Navi besprechen und jetzt den Haken in der Unterebene wegmachen. Beim nächsten Blend-Mode links abbiegen. Das wäre mal wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte undo. Okay. Also ja, wir merken uns, Transparenz formt Ebene hier in den Filloptionen. Hat sich das versteckt? Da ist es. Standardmäßig ist das aktiviert. Was heißt denn das, dass es formt Ebene? Das heißt, dass die Transparenz, eben Transparenz zur Bestimmung der Form der inneren und äußeren Effekte verwenden. Ganz grob gesagt, und ich sage es deswegen ganz grob, weil ich es genau nicht weiß. Er sorgt einfach dafür, dass die Transparenz erst danach angewendet wird, wenn man es so quasi möchte. Das ist für andere Dinge auch ganz praktisch. Für bestimmte Effekte ist das nicht schlecht. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal in einem der Photoshop-Geheimtipps-Teile gemacht, aber frag mich bitte nicht, welcher das war. Guck jetzt mal, was da im Englischen steht. Ich habe nämlich meins auf Englisch. Transparency Shape Layer oder irgendwas. Vielleicht können wir ja irgendwann mal einen ganzen Stream nur zu diesem Fenster hier machen, weil du siehst, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Wer weiß. Und das guckt sich nie jemand an, das ist nämlich wie ein blinder Fleck. Na, hoffentlich nicht den Stream, meinst du, oder? Nee, das Fenster da. Das hat jeder schon gesehen, aber es guckt keiner mehr richtig hin. Und Thomas sagt, dieser Stream wird unter meinen Favoriten als Milestone abgespeichert. Ja, wir sind noch nicht alle. Pass auf, wir machen gleich noch so einen so mindblowen Moment. Ja, pass auf. So, zunächst erstmal, also I'm on the edge of my seat. Das war jetzt so alles, was ich zu den Aufhellen Mischmodi erzählen wollte. Ja, man kann damit Sachen aufhellen. Super Sache. Das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben uns gerade mal nur diese paar hier oben angeguckt. Es gibt aber noch viel mehr. Deswegen möchte ich euch jetzt eine Sache zeigen, die ihr vielleicht noch nie, wo ihr noch nie drüber nachgedacht habt. Denn diese Reihenfolge der Mischmodi, die ist nicht einfach nur willkürlich, sondern da ist eine Reihenfolge dahinter. Die haben einen Grund, warum die so sind. Da hat sich einer was bei gedacht, Tim. Ist dir schon mal aufgefallen? Abdunkeln, aufhellen. Multiplizieren, negativ multiplizieren. Farbig nachbelichten, farbig abwählen. Linear nachlichten, abwählen. Dunkle Farbe, hellere Farbe. Ja? Idee, ja. Und in der Tat, es gibt da eine Verbindung. Ja. Ah. Und das ist das, darauf kommt man vielleicht noch, aber worauf man nicht kommen kann, ist, dass die auch mit diesen unten hier verbunden sind. Wieso? Warum? Sage ich dir. Also. Ja, bitte. Ist ja wie bei der Maus heute hier. Aufhellen, da ist es egal, welche Farbe die Basisebene hat, es wird immer aufgehellt. Immer. Ja. Ja? Bei dem Abdunkeln, beim Multiplizieren zum Beispiel, ist ja egal, welche Farbe die untere Ebene hat, es wird immer abgedunkelt. Ja. Immer. Ja. Bei den hier hängt das davon ab, welche Farbe die untere Ebene hat. Beispiel. Ich lege mal ein neues Dokument an. Male mal, was weiß ich, ein dunkles Grau. Und ich male mal ein helles Grau. Ja, wir sehen hier dunkles Grau, helles Grau.
So, neue Ebene. Und da male ich jetzt mal was, ich mit einem, ja, so ein Gelb drüber. Und jetzt wende ich das mal hier auf Abdunkel an. Wir sehen, multiplizieren. Wir sehen, es wird dunkler. Ja, diese Farbe ist dunkler als diese. Diese Farbe ist dunkler als diese. So weit, aha, so klar. Aha. Aufhellen, nehmen wir mal negativ multiplizieren. Diese Farbe ist heller als diese. Diese Farbe ist heller als diese. Alles klar. Ja. Bei denen hier unten, nehmen wir mal ineinander kopieren. Auf einmal fällt auf, Moment mal, diese Farbe ist dunkler als diese. Aber diese Farbe ist heller als diese. Was ist denn da passiert? Wie kann denn ein Mischmodus gleichzeitig Sachen dunkler und heller machen? Ja, wie kann man das? Geht ja eigentlich gar nicht, aber das ist ja halt genau dieser Punkt. Diese Mischmodi kümmern sich um die Kontraste. Das heißt, im Normalfall, dunkle Sachen können dunkler werden, helle Sachen können heller werden. Es ist also abhängig von der Untergrundfarbe. Ist die bereits dunkel, ändert sich dieses Gelb anders, als wenn die Farbe hell ist. Ja. Muss man sich das merken? Nee. Aber was kann man damit machen? Merke Kontrast. Es geht hier immer um Kontraste. Weiches Licht arbeitet bei den hellen Bereichen genauso wie aufhellen und bei den dunklen Bereichen genauso wie abdunkeln. Hartes Licht arbeitet genauso wie multiplizieren und negativ multiplizieren und so weiter. Ja? Best of both worlds sozusagen. Die hängen alle miteinander zusammen. Das Ganze dürfte auch, ich frage mich jetzt gerade nicht, ob das beim Deutschen oder beim Englischen drin steht. Gucken wir mal nach. Hier irgendwo stand das. Oder war es doch im Englischen? Hier, guck mal. Ineinander kopieren führt eine Multiplikation bzw. eine Negativmultiplikation der Farben durch. Ja? Abhängig von der Ausgangsfarbe. Oder aufhellen oder verdunkeln. Multiplikation, negative Multiplikation und so weiter. Mischfarbe durch Erhöhung des Kontrastes. Abgewählt und nachbelichtet. Verringern Helligkeit, nachbelichtet, ja, abgewählt, nachbelichtet, da sehen wir es. So hängt es zusammen. Wenn ihr das alles nochmal genau sehen wollt und was genau passiert, hier ist es nochmal in Textform geschrieben, aber ich dachte mir, bevor ich das jetzt erkläre, bevor ich das vorlese, ja, brauche ich nicht. Diese Grafik und auch diesen Link packe ich euch übrigens auch nochmal in den Discord rein, das heißt, da verpasst ihr nichts. Wenn ihr das jetzt gerade noch nicht euch gemerkt habt, kein Problem. Okay. Gibt es das auch andersrum, dass das Dunkle heller wird und das Helle dunkler? Das Dunkle kann heller... Na gut, das hängt natürlich auch davon ab, was du für eine obere Ebene drauflegst. Wenn du an den bestimmten Bereichen... Wenn ich die invertiere, wäre es quasi andersrum. Du kannst... Ja, es ist... Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Wie wäre es denn immer damit? Das ist also jetzt immer am besten. Pass auf, ich habe mal dieses Bild wieder genommen. Gut, und sagt Tim, hat also die Anleitung gelesen. Respekt. Ja. Und jetzt nehmen wir mal einfach eine neue Ebene und sagen wir, ich möchte dem Bild Farbe verpassen. Dann könnte ich mir einfach mal einen Verlauf nehmen. Den lasse ich mal von einem schönen Orange vielleicht zu einem tollen Cyan. Nicht Cyan, doch Cyan. Verlaufen. Ja, ziehe ich die mal drüber. Und gehe jetzt mal nicht auf dunkler. Wir wollen es nicht dunkler machen. Wir wollen es nicht heller machen, auch wenn das auch bestimmt ein toller Effekt wäre. Sondern wir wollen mal hier schauen, was diese bieten. Wir sehen tatsächlich, nehmen wir mal irgendeinen Extremen, wo es richtig sieht, strahlendes Licht zum Beispiel. Wir sehen, der Kontrast, ganz klar, ist erhöht worden. Ja. Auch hier wieder Fläche reduzieren. Oder auch. Ja. Nein, nicht ganz so schön. Aber wir sehen, damit kann man den Kontrast verarbeiten. Wo kommt das zum Beispiel ganz häufig vor? Beim Deutsch und Burning. Ja, also oder auf Deutsch nachbelichten und abwedeln. Wenn wir ein Gesicht haben und wir wollen gerne bestimmte Sachen hervorheben, dann können wir da Lichter drauf malen. Das geht dann so. Wir nehmen uns eine neue Ebene, füllen die mit 50% Grau. Setzen den Mischmodus, entweder auf ineinander kopieren oder weiches Licht, da scheinen sich die Geister, nehmen einen Pinsel und können dann mit Schwarz Schatten malen. Sagen wir hier, diese Klippe, die ist mir zu deutlich da, die möchte ich abdunkeln. So, und mit Weiß kann ich ein paar Lichter drauf zeichnen. Schwarz, das möchte ich dunkler haben, der Himmel, die Wolken sollen dunkler sein, jawohl.
und das soll heller sein, ja, ja. Also, so sieht's aus. Da kann man Kontraste reinzeichnen. Wichtig an dieser Stelle ist, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, ich nehme mal die ganzen Sachen wieder hier raus, das irritiert uns nur. So, wichtig ist, bei den hier oben, oder ich packe die mal hier rein, so, bei den dunkleren Sachen ist weiß immer unsichtbar, bei den helleren Sachen ist schwarz immer unsichtbar, bei denen hier ist grau immer unsichtbar. 50% grau. 50% grau. Genau, das ist gar nicht ganz wichtig. Spannend, ja, das ist interessant. Jetzt habe ich hier im Chat gelesen, dass es so bestimmte Mischmodi gibt, die vielleicht stiefmütterlich behandelt werden. Da würde ich gerne mal aufräumen und zwei meiner Lieblingsvarianten mal ganz besonders hervorheben. Oder bevor wir das machen, eine Sache noch, um mal wenigstens der Vollständigkeit aber das zu sagen. Es gibt dieses hier, das ist diese Umkehren. Diese braucht man eigentlich eher selten, muss man sozusagen. Hier kann der Vorteil sein, wenn ihr zwei Bilder habt und ihr wollt die übereinander legen und ihr müsst es genau pixelgenau passen, dann kann man da auf Differenz schalten und dann sieht man genau, wenn die Bilder sich überlagern, dann wird es nämlich schwarz. Ah, das ist cool. Was aber genau und wann man den braucht, das ist wirklich eher selten. Das sind, ja, ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Wenn wir immer mal Zeit haben, dann können wir das nochmal genauer angucken, aber die braucht man wirklich eher selten. Da rechnet Photoshop, also wen es interessiert, bei Differenz wird der Unterschied zwischen den Bildern berechnet, der Betrag wird berechnet. Bei Subtrahieren wird das Bild voneinander abgezogen, alles was unter 0 ist, wird schwarz. Bei Dividieren werden die Werte dividiert, also ja, gut, das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Wichtig ist nur, die kann man durchaus gebrauchen, wenn Bilder übereinander gelegt werden müssen. Das ist praktisch. Und zum Abschluss noch die Farbton- und Sättigung, Farbe- und Dominanzkomponenten. Ja, können wir mal reingucken kurz. Das ist nämlich relativ einfach. Ein Bild, nehmen wir mal irgendeins, wieder dieses hier, das kennen wir schon. Ein Bild kann man jetzt zerlegen in verschiedene Kanäle. Ja? Standardmäßig sind das so die bekannten Rot, Grün, Blau. Aber man kann das auch in andere Kanäle zerlegen, durchaus problemlos. Nämlich in Hue, Saturation und Brightness. Oder auf Deutsch Farbton, Sättigung und Helligkeit. Wer das noch nicht kennt, hier oben habt ihr das schon mal vorbereitet. Da, HSB, Saturation and Brightness. Hue ist einfach der Farbton. Also welche, Rot, Gelb, Grün, Blau. Ne? Sättigung sagt, wie viel Sättigung ich von der Farbe haben möchte. Und Helligkeit sagt einfach, wie hell diese Farbe ist. Das kennt ihr alle sogar schon, ihr wisst es bloß noch nicht, denn der Farbmischer in Photoshop hier, der Farbwähler, hat genau das. HSB. H. S. Genau. B. Wissen nur viele nicht. Ne? Oder falls sich jemand gewundert hat, warum euer Farbwähler so komisch aussieht, dann seid ihr im falschen Kanal drin. Ne? Sättigung und Helligkeit. So, gehen wir wieder zurück. Okay, was bringt uns das? Nun ja, wir können nämlich mit einer neuen Ebene diese Komponenten einzeln anpassen. Sagen wir, ich möchte gerne das Bild in Blau haben. Ich will eine neue Ebene, sage Farbton und dann male ich einfach mit Blau drüber. Mit einer höheren Deckkraft bitte, danke. Und zack, ist das Bild in Blau. Oder sagen wir, ich möchte gerne die Sättigung anpassen. Das war jetzt im Grunde das H. Genau, das war das H. Wenn wir das S anpassen wollen, die Sättigung, wie das auch, kann ich Bilder stärker sättigen, wenn ich das möchte. Oder ich kann sie natürlich auch entsättigen, wenn ich das, ich das nicht so stark haben möchte. Ja. Und zu guter Letzt gibt es noch die Luminanz. Was ist denn Farbe? Moment. Luminanz ist einfach die Helligkeit. Da kann ich Sachen heller und dunkler machen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr zum Beispiel mal eine Kurve gemacht habt. Eine Gradationskurve. Und ihr wollt... Ach, Photoshop, hilf mir. So, ich muss das verschieben, meine Güte. So, okay. Und ihr wollt gerne das dunkler machen. Wollt aber nicht, dass es so gesättigt ist, weil die Farben, das Blau wird auf einmal viel zu stark. Dann kann man hier einfach auf Luminanz gehen. Den Mischmodus dieser Kurve. Ja, und wir sehen tatsächlich vorher, nachher. Das ist nicht so doll gesättigt. Abgefahren, das heißt, ja. Da passt man nur die Helligkeit an und dann ändert man nicht die Sättigung. Das ist ganz praktisch. Farbe
um es wenigstens zu erwähnen zu haben, Farbe ist einfach eine Kombination aus Farbton und Sättigung. Da geht es beides gleichzeitig zusammen. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, ich hätte gerne grün, ja, Farbe, sondern ich hätte genau bitte gerne die Sättigung von grün. Das heißt, wenn ich das gleiche Grün nehme, aber mal die Sättigung rausnehme, ja, dann sehen wir, jetzt ist es auch weniger gesättigt, aber immer noch dieses gleiche Grün. Das heißt einfach nur, wenn ihr halt auch nicht nur die Sättigung anpassen wollt, sondern auch die Farbe den Farbton gleichzeitig, dann ist dieser Modus besonders praktisch. Das ist besonders dann wichtig, wenn ihr Sachen umfärben wollt. Weil manche Farbtöne, denkt an Klamotten zum Beispiel, ihr habt ein rotes T-Shirt, ihr wollt das gerne in dunkelgrau haben. Naja, ich könnte entweder eine erste Ebene machen, um die Sättigung rauszunehmen, und eine zweite, um die Farbe zu ändern, oder ich mache es einfach beides zusammen. Und dafür ist diese Farbe praktisch. Aber wenn man jetzt zurückkommt zu dem HSB-Slider, ist das B eigentlich nicht drin, ne? Also der Helligkeit. Das ist in Luminanz ein bisschen drin. Luminanz und Helligkeit ist nicht ganz das Gleiche, nee. Zugegeben. Aber das geht wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu weit. Oder ganz kurz, weil du gefragt hast, was ist der Unterschied zwischen Helligkeit und Luminanz? Weiß es einer. Die Sache ist die. Ich mache mal eine neue Ebene und fülle die mal mit Weiß. Wähle mal eine Farbe aus. Ja? Exkurs, Farbenlehre. Nehmen wir mal ein schönes Rot. So, wir sehen hier oben, der B-Slider, Helligkeit, Brightness, ist auf 100%. Man könnte also meinen, es gibt nichts Helleres als 100%. Weil es, ja, höher geht es ja nicht. Wir können ja nicht sagen 101%. Das heißt, dieses Rot ist das Hellste, was es gibt. Ja. Das weiß ihr hinter, ist aber irgendwie trotzdem heller. Ja. Was ist denn da passiert? Ja? Wie kann das sein? Der B-Slider ist auf 100%. Wie kann eine Farbe heller sein? Heller als 100% geht auch gar nicht. Haben wir gerade herausgefunden. Ja, genau, das ist dieser Moment für Luminanz. Wenn ich eine hellere Farbe haben möchte im HSB-Modell, müsste ich die Sättigung reduzieren. Und da das nicht ganz intuitiv ist, kommt da diese Luminanz rein. Bei Luminanz ist es tatsächlich so, wenn die Luminanz auf 100% ist, dann bekommst du weiß. Wirst du dunkler, dann kommt die Farbe rein. Wenn du ganz unten bist, dann bekommst du schwarz. Das ist der Unterschied. Es interpretiert quasi die rote Farbe als weiß. Ja, deswegen meine ich halt, es ist ein bisschen schwierig. Bei der Luminanz ist der... Na, warte mal, ich versuche es mal ungefähr zu zeigen. So. Das ist ungefähr das Luminanzspektrum. Ja, wir haben ganz unten ist es schwarz, dann kommt die Farbe rein und dann wird es weiß. Bei der Helligkeit hast du ja quasi nur diesen Bereich hier. Ja. So. Das ist Helligkeit, das ist Luminanz. Ganz grob erklärt. Da gibt es noch ganz viele Feinheiten und bitte nicht schlagen, aber so ganz grob erklärt. Okay, das wollen wir gar nicht erzählen. Wir haben noch 10 Minuten. Ich wollte echt noch ein paar coole Sachen zeigen. Und zwar schließen wir das alles mal. Das brauchen wir nicht mehr. Denn ich würde euch gerne zwei Mischmodi zeigen, wie versprochen, die ganz selten verwendet werden, aber echt coole Anwendungen haben. Da haben wir zum einen den Hard-Mischen-Modus. Ja, ganz selten verwendet. Und zum zweiten noch haben wir den Sprenkeln-Modus, wo sich Leute fragen, was soll ich damit? Ja, das war vorhin noch eine Frage. Wer benutzt denn eigentlich? Genau. Deswegen würde ich euch in den letzten 10 Minuten das gerne nochmal zeigen. Und zwar, ich packe mir mal dafür ein... ich nehme mal mein Bild rein. Nicht erschrecken, ich bin's nur. Hey, Tim. Hallo. Und ich würde gerne dieses Bild etwas stilisieren, indem ich gerne Halbton Effekte darüber legen möchte. Aha. Wer es vielleicht noch nicht kennt, Filtergalerie. Das ist hier wieder auf dem zweiten drüber. Kleiner bitte. Wir sehen, ich habe das schon mal vorbereitet. Halbton. Ja, okay, coole Sache. Problem, was mich immer gestört hat, hier kann man nur drei Sachen machen. Kreis, Punkt, Linie. Ich würde aber gerne was anderes haben. Ich würde ein bisschen was Lustigeres haben, was Spannenderes. Und deswegen machen wir das mal. Ich gehe mal zurück. Mach eine neue Ebene. Oder erstmal schneide ich das mal zu. So. Zuschneiden. Ja, bitte, danke. Ich mache mal eine neue Ebene.
generiere mir mal hier ein Muster. Dazu verwende ich tatsächlich den Filter noch einmal. Filtergalerie. Einfach nur, um diese Linien zu bekommen. Mhm. Anderen Grund hat das nicht. Hoppla. Na, so. Mhm. Dann mache ich mal Folgendes. Oder ehrlich gesagt, die Linien sind mir etwas zu klein. Das öffne ich nochmal, mache die Größe mal höher. So. War das besser? Dann gehe ich mal auf Transformieren. Ziehe das hier mal nach oben. Ich bin ja mal gespannt. Versuche das einigermaßen zu treffen. Ja, passt. Gehe dann mal auf Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten. Und wir bekommen das hier. Zack. Eine Spirale. Die ziehe ich mal größer. Zeichne die etwas weich. Gauscher Weichzeichner. Ja, Stefan sagt, mir wird ganz schwummrig. Ja, nicht so doll hingucken. Huch, was nicht drehen jetzt den. Nicht die Leinwand drehen jetzt. Der ganzen gebe ich eine schöne Weichzeichnung. So. Und jetzt weichzeichne ich nochmal das untere Bild. Und jetzt stelle ich mal auf Hardmischen. Okay. Unteres mache ich immer noch entsättigt. Und schon, na hoppala, bekommen wir einen Halbtoneffekt. Dein Andy Warhol hier. Allerdings haben wir den Vorteil, diese Spirale, kauft Photoshop. diese Spirale ist unabhängig vom Hintergrund. Das heißt, ich könnte diese Ebene mit allem Möglichen füllen. Und, kleiner Tipp noch, wenn euch diese Kanten hier zu scharf sind, einfach die Fläche etwas reduzieren. So, das ist besser. Und schon haben wir einen tollen Halbtoneffekt. Cool. Oder? Und zur Erinnerung, dieses Muster kann natürlich auch mit jeglichem anderen Muster befüllt werden. Das heißt, wenn ich mal reingehe in die Fenster. Andrea sagt voll funky. Oder? Oder ich sag mal hier Musterfüllung. Nehmen wir mal irgendein Muster. Hoppla, wo ist es? Da drüben. Zack. Ich habe ein paar viele Muster drin. Nehmen wir mal irgendeins Legacy Patterns. Webfill, vielleicht ein schräges Muster hier oder so ein Karo-Muster, wer weiß. Haben wir noch was anderes? Ja, komm, Demo-Zwecke. Wir wollen ja noch den anderen Modus zeigen. So. Skalieren. Filter. Weichzeichnen. Hart mischen. Weg damit. Und wir sehen, das ist ein ganz anderer Weichzeichner-Effekt. Das ist interessant. Da kannst du einen Rorschach-Test mit deinem Gesicht machen. Ne? Wenn ich jetzt hier noch etwas weiter weichzeichne, dann kann ich noch mehr Effekte reinkriegen. Also, oder ich kann auch eins sagen, Bildkorrekturen, Tonwert. Ich mache das einfach dunkler. Warum muss man das weichzeichnen? Damit die Übergänge etwas besser passen. Sonst wird das so kantig. So, vielleicht. Cool. Und dann kann man natürlich auch, wie immer, am Ende noch eine weitere Ebene drüberlegen. Wie wäre es mit einem Verlauf, mit einer Verlaufsumsetzung? Quatsch, mit einer Verlaufsumsetzung, sagte ich. Um dem Ganzen noch ein paar schöne Farben zu verpassen. Jetzt ist es wirklich Warhol. Fetzt. Das kehre ich mal noch um. Zack. Yay. Oder meinetwegen auch gerne wieder zurück zu diesem hier, wenn ich das doch nicht weiß. Oh, das ist cool. Ah, kannst Menge du mir das drucken für die Wand? Lieber nicht. Hm. Und deswegen, Hard Mischen kann durchaus ein Vorteil sein. Eine weitere Sache, wo Hard Mischen ganz praktisch sein kann. Sagen wir mal, ich habe hier eine Illustration. Die lade ich mir mal rein. Ja, da ist sie. Ich packe da mal eine weiße Ebene dahinter. So. Und da möchte ich jetzt gerne, dass ich da so einen Stipple-Effekt drauf packe. So, ja.
ne, wie sagt man das auf Deutsch, so ein Punktierungseffekt. Pointillismus? Wie heißt das? Ja, Pointillismus. Mhm. Genau. Wie mache ich das? Okay, mal nachdenken. Alles klar, ich habe die Sache gelöst. Ich nimmst dir einen Pinsel. Bitte? Nimmst dir einen Pinsel, machst lauter Punkte drauf. Ja, oder ich mache mir das ein Smart-Objekt. Dann zeichne ich es wieder etwas weich. Ich muss immer ein bisschen rechts gucken, weil das habe ich noch nicht ganz gemerkt. Ich habe ja meine Liste, wo das alles drin steht. Dann mache ich etwas heller. Hallo? Ah, ich habe ein Fenster auch noch offen. Bild, Kulturen. Tun mehr Kultur. Ich mache das Ganze heller. Ja. Okay. Ja. Dann füge ich Rauschen hinzu. Bei 100%. Dann ändere ich den Mischmodus vom Rauschen. Wir erinnern uns, man kann ja hier auf dieses kleine Icon drücken. Das habe ich letztes Jahr erst von Toni gelernt, das wusste ich nicht. Auch so ein blinder Fleck, dieses Icon da. Öffne sich ein Fenster, dann gehe ich wieder auf Hartmischen. Wir sehen, aus den vielen Punkten werden noch ganz wenig. Ich finde das total wichtig, sag das nochmal. Dieses kleine lustige Fenster da ist, macht den Blendmodus nur für den Filter. Stimmt. Ah, wir kommen der Sache näher. Jetzt müssen wir die Punkte nur noch größer bekommen. Also Filter, sonstige Filter, dunkle Bereiche vergrößern. Rundheit. Radius. Ah. Oh, bisschen viel. Bisschen sehr viel. Moment. Ja. Ah. Wahnsinn. Noch besser. Und jetzt vielleicht noch... Das ist ja cool. Sagen wir einen Filter. Stil, Verzerrungsfilter. Vielleicht etwas kräuseln, damit diese Punkte nicht so perfekt gemalt sind. Weil wenn wir mal reingucken, die sind sonst zu gerade. Deswegen kann ich da etwas noch die verzerren. Sagen wir mal um ganz wenig Prozent. Größe groß. Andrea, du hast stundenlanges Pünktchen mit dem Stift gespart. So. Und schon haben wir etwas unregelmäßigere Punkte. Und das Ganze könnte ich jetzt noch entsättigen, wenn ich das denn möchte. Kannst du das mal ein- und ausblenden? Abgefahren! Ja. Und da kann man noch viel mehr mit machen. Ich könnte das noch etwas weich zeichnen. Ich könnte noch eine Papiertextur dahinter packen. Machen wir vielleicht mal. Ich habe mir zufälligerweise eine da. Weiches Licht. Müssten wir hier mal gucken, ob wir das sehen. Ja, oder vielleicht sogar hartes Licht. Mal gucken. Papiertextur, ganz wichtig. Mm. Und schon haben wir unseren tollen Effekt. Sehr cool. Das Ganze erinnert übrigens auch, um mal das auch nochmal zu zeigen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an den Sprenkeln-Modus, deswegen bin ich nämlich erst darauf gekommen. Der Sprenkeln-Modus ist nämlich ganz toll. Und Stefan sagt, jetzt im Glas brennen, das ist eine gute Idee. Der Sprenkeln-Modus sorgt nämlich dafür, dass, wenn ich mal hier einen Schwarz drauf packe, eine neue Ebene, einen Verlauf. Ruth sagt, in den untiefen Photoshops habe ich mich noch nie bewegt. Da wird es aber wirklich spannend. So. Ich habe mal hier eine neue Ebene gemacht, die von weiß auf transparent ist, mit einem schwarzen Hintergrund. Und jetzt will ich das mal auf Sprenkeln, was passiert. So. Um es mal ganz einfach zu sagen, Sprenkeln sorgt eigentlich einfach nur dafür, dass die Transparenz mehr oder weniger ignoriert wird und auf in dieses zufällige Muster umgewandelt wird, um es mal ganz grob zu sagen. Das Interessante daran ist aber, dieses Muster, wenn ich die Ebene mal verschiebe, das bleibt immer gleich. Ja, das Muster ändert sich nicht. Denn das ist nämlich ein ganz besonderes Muster. Das sehen wir daran, wenn ich das Ganze mit weiß fülle und auf 50% setze. Das ist immer das gleiche Muster. Zum Beispiel sehen wir hier oben, es geht mittlerweile so weit, dass ich dem schon Namen gegeben habe. Wie heißt es denn? Da haben wir hier, ich mal es mal rot rein. So, da haben wir hier die Augen des Todes. Moment. Ja, da sind sie. Dann das ist ja witzig. Hier unten ist die Zielscheibe, die fast vollständige. Da ist sie. Ja. Zack.
Dann haben wir hier noch das Y irgendwo, was sie versteckt hat. Also ja. Kann man den als QR-Code scannen und kommt irgendwo hin, was man nie erwartet hätte? Hier, da ist das Y. Zack, zack, zack. Und hier unten sind die großen Ebenen. Du hast echt zu viel Zeit. Wie lange hast du da drauf geguckt? Ja, ich habe noch viel mehr entdeckt. Hier unten kommen die großen Felder der Diagonalen, also es geht immer noch weiter. Was ich damit sagen möchte, dieses Muster ist immer gleich. Das ist der wichtige Punkt. Dieses Muster, wenn ihr jetzt Photoshop öffnet und das nachmacht, könnt ihr genau diese gleichen Sachen finden. Exakt das gleiche Muster. Ja? Hausaufgaben für euch findet ihr Augen des Todes. Da sind sie. Was ist der Vorteil daran? Nun ja, wenn ich mehrere Ebenen habe, greifen die alle auf das gleiche Muster zu. Das heißt, die kann man aufeinander abstimmen. Was zum Beispiel ganz häufig verwendet wird, ist tatsächlich dieser Stipple-Effekt. Das Ganze nennt man dann allerdings nicht Stipple, sondern ich kann mal gucken, ob ich da was finde online schnell. Das habe ich nicht vorbereitet. Was passiert denn, wenn man da die Fläche verändert? Das nennt man Dithering dann. Ja? Da geht es um genau diese Sachen hier. Da sieht man auch, da wird ein Bild in nur zwei Farben dargestellt. In schwarz und weiß, aber wir sehen trotzdem so eine Art Grauwerte, weil das Auge ist ja nicht perfekt. Von Weitem sieht es halt grau aus. Und genau das können wir hier halt auch machen. Ne? Wir können hier diese Ebene wieder nehmen. Ich mache meinen Verlauf rein. Von weiß auf schwarz. Und wir sehen, von Weitem sieht es aus wie ein Verlauf. In Wahrheit ist es aber eigentlich nur weiß und schwarz. Heißt also, um dem Ganzen jetzt endlich mal ein Ende zu setzen, weil wir sind ja schon drüber, wenn ihr etwas umwandeln möchtet, wenn es nur um wenige Farben geht, sei es halt um weiß und schwarz oder auch um andere Farben, dann kann dieser Sprenkeln-Modus durchaus vorteilhaft sein. Eigentlich wollte ich noch eine Demo vorbereitet haben dafür, aber jetzt ist es zu spät. Wir sind schon drüber. Macht nichts, vielleicht beim nächsten Mal. Können wir das irgendwann mal nochmal machen? Wer weiß, vielleicht mal gucken. Okay, also Abschluss, diese Grafik, ich packe nochmal alles rein. Ja, Shortcuts, auch ganz wichtig, habe ich noch vergessen zu sagen. Es gibt für so ziemlich jeden Mischmodus einen Tastaturkurzbefehl. Falls ihr euch jemals gefragt habt, warum die so komisch sind, warum zum Beispiel gerade farbig nachbelichten B hat, ja, oder warum gerade negativ multiplizieren ein S hat, das hängt mit dem Englischen zusammen. Da ist S nämlich Screen. Ah. Oder Color Burn und Color Dodge, daher B und D. Oder zum Beispiel Exklusion bekommt ein X, ja. Oder Hue ist das U und so weiter und so fort. Oder Color C. Ja? Deswegen, daher kommen so diese Kurzbefehle. Man wendet die an, indem man ganz einfach über Alt oder Option, je nachdem Mac oder Windows, und Shift und dann die Taste drückt. Sagen wir mal, Alt oder Option und Alt-Shift-N gibt halt normal oder Alt-Shift-G gibt aufhellen, also Alt-Shift-G. Die Kralle. Aufhellen, wie wir gesehen haben. Kurze Sache noch, oh Gott, ich habe noch viel zu viel zu sagen. Diese Kurzbefehle wenden sich nur dann auf diese Ebene an, wenn ihr kein Malwerkzeug habt. Denn wenn ihr zum Beispiel einen Pinsel habt und ihr macht hier Alt-Shift-G, dann seht ihr, das wendet sich auf das Pinsel. Nicht auf die Ebene. Das sollte man beachten. Und das habe ich auch nicht erwähnt. Es gibt hier noch zwei weitere Mischmodi, die eben normalen Ebenen gar nicht auftauchen, löschen und dahinter auftragen. Und das Wichtige, das Verwirrte ist auch noch, es gibt noch viel mehr Mischmodi, denn wenn ich mal hier auf das gehe, dann gibt es noch den ersetzten Mischmodus, den wir auch noch gar nicht gesehen haben. Also ja, der Stefan sagt auch Teil 2, Tim. Viel zu viel. Können wir das nächsten Montag machen? Ach nee, das ist ja Tanja. Können wir nicht. Da ist schon besetzt. Er ist besetzt. Macht also nichts. Aber die Leute sind begeistert. Andrea sagt, danke Tim, wirklich sehr viel Neues. Meine Mama sagt, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal öfter an. Und Thomas sagt zu dir, unbedingt nochmal, vielen Dank euch beiden, bester Wochenstart seit langem. Also abschließend, diesmal wirklich abschließend, wenn ihr euch gar nichts gemerkt habt, dann merkt euch nur eine Sache. Vergesst diese Verbindungen, vergesst diese Special 8 Blend Modes und die Shortcuts und das 32-Bit, das interessiert keinen. Ja. Merkt euch einfach dunkler, heller, Kontrast, invertieren, Komponenten. Wenn ihr euch das gemerkt habt, dann seid ihr schon, dann habt ihr eure Arbeit quasi schon 1, 2, 3, 4, 5 verfünftelt. Weil ihr müsst noch ein Fünftel der Sachen durchgehen. Das ist sehr, sehr cool. Ja?
Das wird nachher, das wird in der Klassenarbeit nächste Woche alles abgefragt. Sehr schön. Genau, also wenn ihr euch nichts gemerkt habt, dann das. Sehr gut. Okay. So sagt, ach, ging die Stunde wieder schnell rum. Vielen Dank, Tim und Julia. Bitte Teil 2. Damit sind wir durch. Oh, ich bin und durch. Thomas sagt, kannst du das bitte nochmal in Discord stellen, ein tolles Bild da? Das wäre bestimmt hilfreich. Aber ey, freilich. Sehr gute Idee. Vielen Dank, Tim. Das war ja großartig. Ich bin auf jeden Fall, ich habe ganz viel gelernt, was ich noch nicht wusste. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Mir jucken schon die Finger. Ich habe Photoshop schon aufgemacht. Thomas Kunz sagt, vielen lieben Dank, habe viel mitnehmen können. Wenn euch das Ganze noch nicht eingelöscht habt und ihr sagt, okay, ich hätte es gerne nochmal, aber auf Englisch. Ja! Ja, so ein Zufall. Wir machen das gleiche. Ihr könnt das gleich nochmal wiederholen mit Tim um eins, genau. Auf Englisch. Denn normalerweise arbeite ich auch mit dem englischen Photoshop und deswegen sind die ganzen deutschen Sachen immer so ein bisschen. Oh. Und dann könnt ihr auch auf die Shortcuts viel besser merken. Ja! Ich habe übrigens Absicht, ich würde keine Shortcuts verwenden, weil die sieht man immer nicht, wenn man die anwendet. Musst du dir Screencaster besorgen? Könnte ich machen. So, Tim, morgen kommt die liebe Sophia und begrüßt hier für einen Fotografie-Stream den lieben Sebastian Kortmann. Und am Mittwoch gibt es eine Masterclass mit der großartigen Tanja. Das war wirklich ein wunderbarer Start in die Woche, Tim. Ich habe mir ganz viel gemerkt und das wird auf jeden Fall in meine Arbeit einfließen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Euch allen vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wer es sich noch nicht gemerkt hat, wir sind ab jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch für euch am Start. Nicht mehr Montag, Mittwoch, Freitag. 60, 60, 90 ist das neue Format und morgen geht 60 Minuten Fotografie-Stream für euch. Dina sagt auch nochmal super, vielen Dank. Matthias sagt, vielen Dank, Tim, war eine tolle Übersicht, einfach erklärt. Mir qualmt die Rübe, sagt Stefan. Danke dafür. Das war wirklich gut. Und ich glaube auch, der geht in die Annalen ein. Dieser Stream war super. Es sind immer die Foundations, die man noch nicht kennt, die einem vom Stamm hauen. Genau. Dankeschön, Tim. Und euch allen einen guten Start in die Woche. 60, 60, 90. Merkt euch einfach meine Körpermaße. Okay, bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.